1. März 2015, 12.30 Uhr, Apartment von Rick Jones. James. Bevor wir anfangen, ich wollte mich nur bei dir bedanken. Du bist der Einzige, der nicht direkt aufgelegt hat, als ich erzählt habe, an welcher Sache ich gerade dran bin. Alle anderen sind einfach, naja, verschwunden. Als würden die nicht darüber reden wollen. Ich will einfach nur, dass du weißt, wie wichtig mir das ist, dass du bei der Sache dabei bist. Also, fangen wir ganz am Anfang an. Erzähl mir von deinem ersten Arbeitstag mit Officer Wimes. Bereit, wenn du's bist. Mann, da habe ich jetzt viel zu sagen gehabt. Wow. Ja. Längste Intro ever. Und damit hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Police Academy. Nee, Police Stories. Nicht Police Academy, das wäre auch ganz lustig, ja, aber ich glaube, das wird auch so ganz lustig. Ja, also, ich und Steini spielen heute Police Stories, wie ihr gerade gehört habt. Das war gerade das Intro. Das sehr lange Intro. Ich hoffe, ihr seid nicht alle schon eingeschlafen. Und ja, hier sind wir. Ich bin gespannt. Standi hat es gerade vorgeschlagen. Wir haben gerade nach dem Spiel gesucht. Und da gibt es auch, wenn es euch gefällt und ihr selber mal ausprobieren wollt, da gibt es tatsächlich auch so ein kostenloses Ding. Police Stories The Academy. Da kann man mal drei Missionen einfach so spielen, wenn man mal gucken möchte. Und wir, ja, wir machen jetzt hier Police Stories die Kampagne zusammen. Genau, so 80er-Jahre-Style, zwei Polizisten und ich denke, wir lernen uns jetzt erstmal kennen in der ersten Mission. Armadillo, Bar and Grill, was auch immer es da zu tun gibt, aber das Spiel ist schwer. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier wahrscheinlich durchrushen werden. Ja, wir haben gerade mal dieses Academy ausprobiert, das war schon, wir haben ein paar Anläufe gebraucht. Ja, ja. Naja, Stanley, möchtest du den Text noch vorlesen? Sehr gerne. Ich bin nämlich immer noch hier im Missionsbildschirm. Während du wahrscheinlich schon in der Besprechung bist, natürlich. Ja. Ja. Wie gesagt, wir sind beim ersten Einsatz und dann lese ich gerne den Text vor. Der da kommt von der Zentrale. Jones, Rhymes, die Zentrale ist dran. Wo seid ihr denn? Egal, uns wurde ein Überfall auf den Armadillo Bar and Grill gemeldet. Also fahrt da mal hin und seht euch das an. Die Verdächtigen sind schwer bewaffnet und haben fort mehrere Geiseln genommen. Also passt bloß auf euch auf. Vor allem du, John. Soll's ja nicht gleich am ersten Tag draufgehen. Ah, also John ist neu und der andere, der ist schon länger dabei scheinbar. Ist immer gut, dass dann bei so einem Überfall mit Geiseln und so, dass da einfach zwei Polizisten hingeschickt werden, nicht mehr. Echt doch. Ach komm, wir schaffen das. Hier also, nur 7 Verdächtige, 3 Zivilisten, das kriegen wir hin. Gut, das können wir uns dann vielleicht mal merken. Wenn wir schon 7 Verdächtige erschossen haben, dann wissen wir, dass es nur 3 Zivilisten gibt. Ja, das war ganz wichtig, oder? Missionsziele sind, neutralisiere die Bedrohung, sichere Beweise. Dafür gibt es Punkte. Je mehr Punkte wir holen, desto mehr Missionen schalten wir frei mit der Zeit. Ah, okay. Und Verdächtige, wir haben es gesehen, dürfen wir natürlich erschießen, wenn die mit einer Waffe auf uns zielen. Ansonsten könnte man auch sagen, Hände hoch und verhaften. Das haben wir auch gelernt bei The Academy in der Demo-Mission, nicht wahr? Ja, und, ja, ja. Und Zivilisten erschießen ist eher so nicht gut. Nee. So. Okay. Ausrüstung. Du bist schon Rhymes sein und ich Rick. Warum habe ich denn hier Donuts zur Auswahl? Strategische Nährstoffe, die deine Gesundheit wiederherstellen, deine Laune verbessern. Okay, was soll ich denn mit der Trompete? Okay. Also ich nehme dann auch mal eine Blendgranate mit. Hast du Dietrich? Ich kann gar nichts auswählen. Irgendwie, ich bin gerade mit dem Menü überfordert. Der lässt mich hier gerade nicht mal die Waffe wechseln. Warte mal. Hier, es gibt glaube ich auch nur zwei Waffen. Eine Waffe im Moment. Ach so, okay. Na, das könnte das sein. Warum? Ah, okay. Ich nehme ein Erste-Hilfe-Ding mit. Ich nehme einen Donut mit. Ein Dietrich und eine Blendgranate. Donut? Was macht denn der Donut? Der halt. Aha, okay. Na gut. Ja, ich habe Medipack, rauchende Blendgranate. Nee, Dietrich-Set. Und dann nehme ich noch eine Blendgranate. Mehr habe ich tatsächlich gar nicht als die drei Sachen jetzt. Okay. Und ich bin John Rhymes und du bist Rick Jones. Also du bist jetzt der Neue, oder? Nee, du bist der... Warte mal. Wer ist der Neue? Nee, John. John ist der Neue. Oh, ich bin der Neue? Ja, okay. Du bist der Neue. Gut. So, wollen wir dann starten? Ja, ich hab schon. Da steht Warten auf MS Standard. Der 3. September 1998. Mickey's Diner. 21:55. Also das bin ich jetzt, ja? Ja, das bist du.
Also, Folgendes ist letzte Nacht passiert. Ich bin durch diesen wirklich dunklen Gang gelaufen. Stockdunkel, nicht mal die Wände waren zu sehen. Ich bin eine gefühlte Ewigkeit lang gelaufen, als plötzlich... Ich habe eine Tür direkt vor mir gesehen. Eine riesige Tür, also eine von diesen großen, aus Holz. Wow. Ich gehe hinein und öffne sie ganz langsam. Was soll ich sagen? Da ist nichts. Nur ein leerer Raum. Bis auf den Karton. Und da war eine Katze drin. Oh. Ein Pappkarton steht da einfach in der Mitte des Raums. Ich gehe hin und ich kann immer nur denken, was ist mit diesem Karton? Plötzlich fällt mir auf, dass da Blut an den Seiten ist. Mein Hirn schreit praktisch, panisch, was ist da drin? Was ist in dem Karton? Was ist in dem Karton? Ist das nicht Koffer? Dann, endlich, mache ich ihn auf und... Susie. Der Kopf meiner Frau Susie ist drin. Ach, nett. Was für ein Traum. Ich wäre danach beinahe aus dem Bett gefallen. Eine andere Stadt umzuziehen ist der reinste Albtraum. Wir packen jetzt schon seit fast einem Monat immer noch aus. Kein Wunder, dass ich deswegen schon Albträume habe. Dein Klassenkamerad von der Polizeiakademie, noch dazu dein bester Freund, wurde soeben zu deinem Revier versetzt. Und mehr fällt dir zur Begrüßung nicht ein? Du hast ja kein Stück verändert. Finde ich super. Ich hoffe, diese kleine Therapiesitzung ist bald vorbei. Wenn ich hier meine Zeit mit dir vergeude, vermisse ich schon fast die Polizeiarbeit. Eiskalt, wie immer. Weißt du was? Ich habe das irgendwie vermisst. Wie auch immer. Wie geht's dir? Was hast du denn die ganze Zeit so getrieben? Tja, weißt du, das Übliche halt. Fälle knacken, Arschlöcher einbuchten, Top-Officer dieses Dreckslochs von einem Revier werden. Sich nicht wie ein kleiner Feigling aufführen. Ich? Ein Feigling? Mann, du hast mir doch gerade erzählt, du hast Angst vor Kartons. Das stimmt. Wie auch immer. Ist gut, dich wiederzusehen. Ach, scheiß drauf. Ich hab dich vermisst, du nervtötender Hurensohn. Sprache! Du bist mir ja ein Schätzchen. Ja, ich spiele immer die netten, charmanten Charaktere. Ist halt so. Moment mal. Sollten wir nicht irgendwo hin? Die Zentrale hat uns vor einer halben Stunde angefunkt, John. Wow, von einer halben Stunde. Wir sind richtige Superpolizisten. Ich glaube, die drei Zivilisten sind tot. So, Leute, jetzt geht's los und... Wow. Nein, die Motorräder! Und was, stellt euch darauf ein, dass wir die Mission häufiger starten müssen. Ja, na? Aber die Motorräder, ja, das waren die drei Zivilisten. Die sind hinüber. Warte mal, lass uns erstmal draußen gucken, oder? Nicht, dass uns hier jemand im Rücken fällt. Okay, gut. Okay. Ich öffne die Tür, du gehst rein. Ja. Gut, gehen wir beide rein. Aua. Gut, sind wir beide tot. Und nochmal. Die Gegner sind nicht immer an derselben Stelle. Na, das kommt auch noch dazu. Ja. Okay, oh. Weißt du was? Ich mach auf und dann renne ich gleich nach links, damit du Platz hast. 3, 2, 1. Clear. Okay. Hast du dich jetzt gerade nochmal umgeguckt? Ja. Wollen wir hier mal, das ist ja ein großer Raum, wollen wir mal reinhören mit... Haben wir schon diesen... Nee, den haben wir gar nicht, den Decoder, ne? Nee. Hier. Ja, okay, dann mache ich auf. 3, 2, 1. Dem hätte ich jetzt sicherlich sagen können, Hände hoch zum Festnehmen. Achtung, dann kommt jemand. Aber guck mal, keine Minuspunkte diesmal. Hinter dir. Wow. Haben. Wow, noch einer. Scheiße. Bist du tot? Ja. Oh. Ja. Lala. Ja. Und nochmal. Täglich muss das mal mit dir. Du machst auf? Okay. Ja. Jetzt. So, Pistolen und so müssen wir auch einsammeln für Punkte.
Okay, 3, 2, 1. Oh, warte. So. Aua. Also ich stehe mal hier an der Ecke. Pass auf, dass keiner kommt. Du kannst da unten die Drogen mitnehmen. Unten. Ah, welche? Ah, da. Ich hab. Ja, hab. Und hier auf dem Counter sind auch noch welche, die nehme ich mit. Okay. Wollen wir da oben rein, in den Raum? Okay. Okay, warte. Ich mache auf. So. Okay, clear. Sons of Anarchy. Der Tisch. Ja. Ach, cool. Wollen wir erst nach oben zu den Toiletten? Ja. Ich sichere mal nach hinten ab. Ey. Was macht der denn? Ey. Schießen oder nicht? Ich weiß es nicht. Sind sie... Ah, Warnschuss. Da kommt jemand. Oh, da kommt jemand. Kannst du rechts? Verdammt. Oh, man ist aber auch schnell tot, wenn die einen erwischen. Wow. Oh, verdammt. Okay. Erste Mission, ne? Ja, okay, okay. Ich mach auf. 3, 2, 1. Oh, die ist zu. Warte, ich kick auf. Ja. Da ist er, ja. Okay. Huch. Ach, der hat die Waffe verloren. Ach, cool. Ja, der hat es praktisch aufgegeben. Ah. Ich wollte auch vorbeischießen. Oh Gott, Entschuldigung. Auch ich glaube, der wollte gar nicht. Ja. Jetzt gehen wir wieder zu schnell vor. Die Drogen, kannst du die mitnehmen? Ja. Hab. Einer hat sich hingekniet. Ja, den hol ich mir. Verdammt, vorbeigeschossen. Ich kann dich nicht mit dem Medikit, oder? Warte mal, ich will es probieren. Oh, wo kommt der denn her? Boked in der. Was? Kam mit einem Messer zum Pistolenkampf. Erfolg. Okay, 3, 2, 1. Okay. Ja, seht's uns nach, Leute. Wir müssen natürlich auch erst ein bisschen hier lernen. 3, 2, 1. Das ist rot, hey. Aber. Na? Ach, jetzt hat er doch noch eine Waffe gezogen, ne? Ach, krass. Ja, ich bin auch verletzt. Da kommt jemand. Also. Wow. Oh, schießt jemand? Oh. Oh, sehr gut. Also, ich habe ja Medikit. Wir könnten auch kurz in Sicherheit gehen und ich könnte dich heilen. Nee, alles gut. Weiter, okay. Weiter. Jetzt mal hier oben rein. Machst du die Tür wieder auf? Ja. Dann. Los. Der ist grün. Sehr schön. Ist da noch jemand? Ja. Okay. Weiter. Keiner? Gut. Oben gucken, oben im Gang. Oh, ist warte nichts. Mal, hier sind Drogen. Moment. Nix. Erstmal zur Toilette. Aber wie viele haben wir jetzt erschossen? Hast du mitgezählt? Ah, hier geht's nur noch draußen. Die Tür ist da. Okay, dann gehen wir hier weiter. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Warte mal, vier liegen da rum. Ach, der eine war aber Zivilist, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja, der eine war Zivilist. Ich guck oben. Oh, warte mal. Oh. Warte. Ja, wir müssen noch die Beweise mitnehmen. Ja, die können wir doch immer noch einsammeln. Also hier ist jetzt erstmal keiner. Gut. Dann wollen wir vielleicht erstmal unten gucken, hier im... Okay. Soll ich aufmachen? Ja. Gut, dann los. Okay, sehr gut. Okay, ich mach auf. Los. Keiner, ne? Gut. So, was, ne? Okay, hier ist noch ein Raum. Okay. Dann ich mach auf. Los. Niemand. Toiletten erst. Ja, Toiletten, okay. Dann los. Oh. Gut gemacht. Wollte ich genauso. Okay. Okay, der letzte Raum. Los. Der ist grün. Ja, ich gehe erstmal reingucken, dass keiner da ist. In Ordnung. Toiletten haben wir noch hier unten. Oh, ja. Ich komme. Los. Der ist rot. Scheiße. Also ich habe Mission abgeschlossen sogar. Was heißt das jetzt, wenn du tot bist? Kriegst du trotzdem die Punkte? Werden wir sehen. Also wir können auch nur Enter machen, ne? Wir können gar nicht zurück. Beamte verletzt, okay, deswegen. Mission abgeschlossen. Okay, ja, dafür gab es einen Abzug, ne? Oder? Aber das haben wir gut gemacht, ne? Sonst nur, weil ich jetzt verletzt bzw. erschossen wurde? Ja, aber ansonsten fand ich jetzt den Run gut. Also wir müssen halt wirklich nur vorsichtig immer auch noch gucken in jede Richtung, ob da noch wer nachkommt oder so. Ja. Dann geht das schon. Und halt gut absprechen, damit keiner dem anderen... Ach so, Leute, das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob es hier auffällt. Es gibt tatsächlich Friendly Fire. Also deswegen sagen wir auch immer, einer macht die Tür auf, geht zur Seite, weil wir uns nicht gegenseitig über den Haufen schießen wollen. Ja, genau. Ja, gut, Zeitnote C+. Drück mal auf C+, Enter. C+, gut? Ja, ist befriedigend plus, ne? Boah. Ist ja das amerikanische Notensystem.
Gut. Ja, ist so. Ja, ja, ja. So, zack. Dann Enter. Warten auf Land 4. Achso, okay. Ja, ja, Enter. Oh. Was jetzt? Oh, wer bist du denn? Stopp! Also, ich und mein Partner hier, wir haben nicht gerade viel Zeit. Also steht uns nicht die Zeit und sag uns, was wir wissen wollen. Kapiert? Ja, ja, ich hab's kapiert. Was habt ihr hier zu schaffen gehabt? Nichts, eigentlich. Der Plan war, hier eine Weile zu bleiben und zu warten, bis uns einer von unseren Jungs anruft. Und dann sollten wir zu... Ach, scheiße. Egal, wir sollten irgendwo hin. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Okay. Wohin? Wohin? Spuck's aus sonst. Okay, hör auf, hör auf. Hör einfach auf zu schreien. So, zum Lagerhaus an der Amor Street. Gleich neben dem Apartmentkomplex. Also, viel weiß ich ja nicht über die Sache, aber anscheinend ist dieses Lagerhaus bis oben voll mit Waffen. Ich habe gehört, wie ein paar Typen darüber geredet haben, dass sie sich auf was Großes vorbereiten. Worauf vorbereiten? Keine Ahnung, Mann. Ehrlich. Ich bin erst seit 4 Monaten bei diesen Typen. Einen Scheiß würden die mir erzählen. Ich habe gesagt... Ich meine das ernst. Ich weiß nichts. Worauf? Bitte. Vorbereiten. Ich sag die Wahrheit. Bitte tu mir nichts, Mann. Ich will nichts. Ich glaube, er sagt die Wahrheit schon. Hey. Wir haben eine Spur. Das sollte uns doch weiterbringen, oder? Komm, schauen wir uns dieses Lagerhaus mal an. Verdammt, okay, der lügt doch. Schauen wir uns dieses Lagerhaus an. Huch, du hast eine neue Ausrüstung. Handgriff. Du bist jetzt wahrscheinlich wieder im Besprechungsraum, ist das richtig? Ja, ich bin im Besprechungsraum, aber wir müssen natürlich erstmal jetzt die Folge beenden. Tatsächlich? Ja, ich denke schon. Ich habe leider die Zeit nicht genommen. Beim nächsten Mal nehme ich die Zeit, aber ich denke, dass das erstmal als erste Folge reicht. Na gut, dann soll das so sein. Ja, ich denke. Wir wollen ja die Leute nicht überfordern mit der Gewalt hier. Ist ja schon ganz schön blutig. Nee, da müssen wir auch einen Disclaimer vorher machen. Also, ja, ja. Also wer hier nicht 18 ist, bitte abschalten, ne? Also wir wissen das. Wir wissen, dass du unter 18 bist. Hör auf! Du weißt schon, was vorher heißt, oder? Ja, da wer jetzt schon dran war, Pech, aber wer 18 ist, bitte keine weiteren, wenn nicht 18 ist, ich meine natürlich, alle ab 18 dürfen nicht weiterschauen, alle unter 18 dürfen gerne weitermachen. Hä? Gut. Ja, die Kinder können mehr ab, weißt du, Erwachsene, denen wird dann schlecht und so, aber Kinder, die kriegen das hin. Also die sind es gewohnt vom Schulhof. Ja gut, die kennen das natürlich nicht anders, die zocken ja auch Fortnite und so und das ist ja ganz ähnlich brutal. Eben, die kennen das schon. Ja. Gut, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel hier. Also ich habe wieder so ein bisschen Doorkicker-Vibes. Das habe ich auch schon mal mit Standi gespielt. Wer sehen möchte und noch nicht gesehen hat, einfach mal eingeben Doorkickers Land 4 oder MS Standard, dann könnt ihr das auch gucken. War wirklich schön. Jo, war ein schönes Spiel das damals. Stimmt. Ja, also nicht das Dings Doorkickers, sondern Doorkickers, oh Gott, wie hieß es? Action Squad? Irgendwas auf jeden Fall mit Action, ja. Action Squad, ich glaube, ja. Ja, irgendwie so. Also dieses Doorkickers meine ich, nicht das andere. Ja, also, wie gesagt, schön, dass ihr da wart. Gebt doch gerne ein Like bei mir und natürlich auch bei dem guten MS Standard. Wer aus MS Standard Sicht sehen möchte, gut, ist bei dem Spiel jetzt vielleicht nicht ganz so notwendig. Aber wer möchte, auch gerne bei MS Standard nochmal vorbeischauen, auch dort ein Like geben. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bye.